Hallo und herzlich willkommen zurück bei Crash Academy. Heute mit dem aktuellen SCB Verse Report in neuer Besetzung oder in einer kleinen Premiere. Wir haben ja schon mal zusammen. Ja. Wir haben auf der CitizenCon schon mal das Vergnügen gehabt. Aber es war nur ein Special. Ein Special. Kein SCB Verse Report. Weil diese Konstellation Special ist. Genau. Ja. Und super viele spannende Themen warten auf euch. Gamescom steht natürlich auch im Fokus. Deswegen wird ganz, ganz viel gearbeitet bei CIG. Und wir haben natürlich hier nochmal ein besonderes Hot Topic, das ist nämlich die Free Flight Week, die aktuelle. Ja, die Summer Free Flight Week, die hat begonnen und wird noch bis Ende der Woche gehen. Also für alle, ja, die schon dabei sind, also registrierte Bäcker, die können jetzt umsonst ein paar, also nicht umsonst. Also unregistrierte, unregistrierte. Genau, unregistrierte, können Schiffe testen, aber auch neue Mitglieder wollen damit geworben werden. Freunde infizieren damit, weil wir haben nämlich hier tatsächlich eine ganz spannende Auswahl an Schiffen. Einmal die Mustang Beta, das ist so ein kleines Touring-Fahrzeug, sage ich jetzt mal, ein kleiner Campingwagen. Dann die Saber, das ist der Ninja im Dogfighting, sage ich jetzt mal. Und die zivile Standard Hornet F7C. Das heißt, tatsächlich kann man seinen Freunden jetzt alles zeigen und sie haben die Chance, mal unterschiedlichste Jäger auszufliegen. Ja, und dazu müssen sie einfach nur einen Code eingeben und das ist Summer Free Flight 2016 in Großbuchstaben eingeben und ja, dann könnt ihr starten. Klingt schon ein bisschen nach Sommerferien so, ja. Summer Free Flight. Die haben ja jetzt auch begonnen. Haben auch begonnen. Das und ist eigentlich sehr clever, ne? Ja. Jetzt die armen Schüler halt abzuwerben für Star Citizen. Auf jeden Fall nutzt die Chance jetzt noch diese Woche und bringt eure Freunde dazu. Und wir steigen jetzt ein hier mit dem Around the Verse, mit dem Weekly Updates. Da ist nämlich tatsächlich auch viel passiert oder interessante Nachrichten sind da vorgefallen, sage ich jetzt mal. Und das ist jetzt schon die dritte Folge. Genau, der 100. Jubiläumsfolge. Genau. Und ja, was gab es da Neues? Also da haben sie, da muss man dazu sagen, sie geht vor allem um Austin, also um CIG Austin, um das Studio da vor Ort. Und da haben sich halt verschiedene Leute in dieser Jubiläumsfolge dazu gemeldet, aus ihren verschiedenen Departments und dazu berichtet. In der Bürotour. Genau, in nicht der Bürotour. Ja. Liest man schnell. Und vorweg gesagt noch, Gamescom war auch ein Thema. Mhm. Der Stand, der Idris-Stand wurde jetzt schon mal mit einem kleinen Mockup gezeigt. Gibt es ein paar Screenshots. Weezen, der atmet schon wieder ganz tief hier neben mir, weil er nicht so richtig die Ähnlichkeiten erkennt. Ich suche die Idris noch. Ja, wobei diese Gitter, diese Laufgitter, na komm, das muss ja, man mal ja, sagen, die ne? sehen also, Kapital- oder Großkampfschiff-mäßig aus. Mal abwarten. Gut. Ich werde dann nochmal vor Ort auf der Gamescom ganz kritisch den Stand ablaufen und die Ähnlichkeiten vergleichen. Ja. Aber es war gar nicht das Thema. Nein. Ich würde sagen, wir machen weiter. Ja. Studiotour Austin, Texas war ein Thema und so als Hauptthema oder als sehr wichtiges Thema ging es auch um die Dateigrößen. Genau, und vor allem um die Reduzierung dieser Patchgrößen. Und ja. Ja, also wir kennen es alle. 30 GB Patches, mal eben pro Version. Pro Version. Jemand, der von Anfang an dabei ist oder war von Anfang an, der hat angeblich schon 900 GB roundabout runtergeladen. Von diesen 30 GB Patches wollen sie über ja, die Datenpaketgröße runterkommen auf 1 GB pro Patch. Das heißt, diese Metadaten sollen in kleineren Datenpaketen integriert werden und dadurch werden die Gesamtpatches dann immer kleiner. Und das ist das Ziel, einfach um die ja, Zugriffsmöglichkeiten der User zu verbessern. Wir Deutschen kennen das alle. Internet ist so Neuland, sage ich jetzt mal, für uns alle. Deswegen werden wir uns darüber sehr, sehr freuen. Ja, vor allem werden dann die ganzen alten Daten ja auch gelöscht und du hast dann nicht irgendwie riesen Datenmengen auf deinem Server liegen und alles ist blockiert. Also das ist schon mal sinnvoll. Ja. Dann, was gab es als nächstes? Da ging es genau um die Piratenstation Grim Hex. Da haben sie auch schöne Screenshots vorbereitet, also schaut da auf jeden Fall mal rein. Im Stile des Neo-Noir, also ein Filmstil des Film Noir. 30er Jahre, so der Kriminalfilm, Detektivfilm. Jeder kennt das Genre, das war damals wirklich durch diese dunklen Sets sehr, sehr prominent. Lichtstimmungen. Genau, so Lichtpunkte, die ausgeleuchtet wurden, glänzende Augen, aber dunkler Hintergrund. Und der ja, Neo-Noir-Stil ist sozusagen das, was wir von Blade Runner kennen, mit Rot und Blau und auch sehr dunkle Flächen, dann wieder helle Lichter dazwischen. Blade Runner ist so das typische Beispiel. Ja.
Und Drive, ne, war Seven hat es vorher sogar, glaube ich, gesagt, dass auch da vom Licht, auch von der Lichtatmosphäre dieser Stil auftaucht. Und genauso wollen sie halt die Piratenstation machen, alles so in Rot-Blautönen. Das sieht man auch schon schön auf den Fotos. Genauso wie die Lichtstimmung, also wenn ein Licht flackert, dann soll das auch auf den ganzen Raum und die ganzen Utensilien, die da sind, genau, die Auswirkungen flackert, haben, dass es ein bisschen lebendig ist. Vielleicht auch so ein bisschen der typische Lüftungsschacht, wo der Schatten vom Ventilator in die Szene fällt. Also ein spannungsgeladenes, ästhetisches Konzept. Und das wird gerade die Grimhex Station mit, vom Stil her mit Leben erfüllen. Dann haben sie noch dazu gesagt, dass diese Situation in der Läden auch eine andere sein wird als im Port Ulysar. Wirklich ein offener Bazar, offene Ladenstände, offene Ladenzeilen, wo man auch zwielichtige Verkäufer treffen wird. Ein sehr, sehr spannendes Szenario, wo man wahrscheinlich auch als rechtschaffender Spieler sich mal reinschleichen wird, um da so vielleicht die ein oder anderen Accessoires zu kaufen. Genau. Zum Beispiel, die finde ich ja gut, die Bandanas. Dazu haben sie auch Fotos zur Verfügung gestellt. Die Frage ist nur, wann man die schönen Sachen trägt. Weil ich fand ja die Lederjacke ganz geil, ne? Mit dem Weinrot und so. Oder auch die Käppis mit den... Ich habe gerade schon wieder eine Idee. Ja? Vielleicht ist es tatsächlich sogar ein Markt später, sich da reinzuschleichen und nur die Klamotten zu kaufen und die woanders zu verkaufen. Weil so als rechtschaffender Händler keine Ahnung, als Söldner wird man es da ja eher schwierig haben. Genau. Aber man will ja trotzdem den Stil. Ja eben, du willst ja trotzdem, genau. Tja, hat auch wieder mit dem Thema nichts zu tun. Doch schon, finde ich schon. Okay, gut. Also Spekulationen sind immer gewollt und gewünscht. Dankeschön. Bitte. Damit machen wir weiter. Und zwar nächstes Thema war die Drake Herald. Wir warten ja schon etwas länger auf das Schiff und es ist ja auch sehr, sehr viel dran verändert worden, designt worden. Und tatsächlich haben wir jetzt 50-60% der Greybox-Phase geschafft. Aber damit landen wir jetzt wohl bei 80-85% der Gesamtfertigstellung. Aber Cockpit-Design und Hüllendesign wird weiterhin noch verändert. Ja, aber Schritt für Schritt gibt es da Fortschritte. Also das klingt schon mal ganz gut, 80-85%. Dann ging es weiter, apropos Fortschritte, auf Nyx. Die Levski-Landezone, haben sie gesagt, ist eigentlich im Prinzip fertig. Aber die Kollegen aus Deutschland waren mit dem prozeduralen Rendering oder generierten Planeten so fleißig und so schnell, dass sie sich jetzt überlegt haben, okay, warten wir mit der Veröffentlichung einfach und bringen es dann gemeinsam an den Start. Immer diese Streber. Aber es macht natürlich diese deutschen Streber. Aber es macht Sinn, das Ganze dann wirklich zusammenzupacken und jetzt auch die Läden und die Objekte auf das prozeduale Rendering gleich anzulegen. Und dann soll es gemeinsam launchen. Das heißt, mit dem Patch, mit der prozeduralen Landung in Nyx wird es dann gemeinsam gestartet, statt jetzt schon mal einen Teil-Release zu machen. Ja. Das macht natürlich durchaus Sinn. Genau, und da haben sie halt auch noch ein paar Anpassungen, die nötig sind auf Levski. Da geht es auch um die Marktstände, ne? Auch wieder. Dass es mit dem prozeduralen Rendering auch funktioniert, diese Marktstände zu visualisieren. Und tatsächlich ist die Landezone an sich komplett fertig und wird auch schon getestet. Ja, also sehr, sehr weit. Dann geht es weiter und zwar mit einem sehr, sehr spannenden Thema. Ja. Karrieren oder, sage ich jetzt mal, Arbeitsbeschäftigungen. Ich dachte, du sagst jetzt Arbeitsbeschäftigungsmaßnahmen sozusagen. Auch die sind Sets geplant worden jetzt. Es gibt einmal das erste Set, das ist Händler, Schmuggler, Pirat und Kopfgeldjäger. Mhm. Das sind sozusagen die ersten Karrieren, die sich ja auch gegenseitig beeinflussen. Und im zweiten Set kommen dann die Salvaging, also die Berge, Bergbau und Bergung. Genau. Genau. Also das erste Frachtsystem, zweite Bergbau und Bergung. Beim zweiten, also das erste hast du ja im Prinzip jetzt schon... Genau, beim zweiten. Genau. Da haben sie aber gesagt, Entschuldigung, jetzt wurde ich voll unterbrochen. Kein Problem. Okay. Beim zweiten haben sie gesagt, dass die Schiffe, aber erst, die dazu notwendig sind, erst im nächsten Jahr fertig sein werden oder zur Verfügung stehen werden. Deshalb gibt es jetzt arbeitsintensivere Möglichkeiten, manuelle Möglichkeiten. Also wer aufs Mining aus ist und es nicht abwarten kann, der kann sich auch einfach mit dem Spaten auf den Weg machen und Erze per Hand sammeln. Per Hand looten wird gehen, aber wie gesagt, der volle Umfang kommt erst später. Und beide Sets werden natürlich reputationsabhängig sein. Je nachdem, wie gut man ist, wird man halt dann einen Ruf sich aufbauen. Und Kopfgeldjäger, nochmal zur Erklärung, im ersten Set ist natürlich dazu da, dass man dann Escort-Missionen fliegt für den Händler.
Und als Händler wird es dann auch eine ganz eigene Mechanik geben. Ist jetzt noch nicht ganz so viel raus davon oder klar, aber zumindest wird es Güter werden geben, es wird Transportgüter geben für den Frachtraum und natürlich auch ein User-Interface zum Management der Fracht. Das ist schon klar, aber wie gesagt, erstes Set werden wir bald sehen, beziehungsweise Händler, Frachtmechanik werden wir bald sehen. Den vollen Umfang des zweiten Sets erst nächstes Jahr, wenn die Schiffe auch da sind. Ja. Genau. So, dann, was gab's noch Neues? Reverse the Verse. Da gab's auch Neuigkeiten. Und zwar, ja, zu den Inhalten von 2.5. Da haben sie gesagt, sie sind jetzt noch nicht hundertprozentig festgelegt, also auch noch nicht in Stein gemeißelt. Da ist auch noch, wird Feedback auch von uns oder von euch erwartet und auch gewollt. Sie sind aber dabei, das Ganze zu testen. Genau. Und hoffen natürlich, dass es dann im Zuge der Gamescom auch... Also das große Ziel ist tatsächlich, dass der Patch live gehen soll vor der Gamescom. Mhm. Ist natürlich sehr, sehr ehrgeizig, ist aber das Ziel, haben sie gesagt, wollen sie schaffen. Nicht mehr viel Zeit, tatsächlich 4 Wochen. Momentan befindet sich es in der internen Testphase. Evocati oder PTU ist noch nicht raus, darauf warten wir gerade. Ich denke aber, mit etwas Glück klappt es. Könnte das ambitionierte Vorgehen klappen. Vielleicht haben sie auch Inhalte auf der Gamescom, die diesen Patch brauchen. Ja, genau. Deswegen werden sie, ich denke mal, was sie auch gesagt haben, es geht auch ein bisschen darum, welche Inhalte reinkommen und welche nicht. Ja. Das ist so die Priorität. Da werden wir sehen, wann es passiert, diese Woche, nächste Woche. Genau. Dann gab es Neues, beziehungsweise ihr habt es letzte Woche auch schon erwähnt, zu Reverse the Verse und Around the Verse. Die Show-Formate sollen ja etwas umgemodelt werden. Jetzt kam so ein bisschen raus, dass sie vielleicht sogar ersetzen werden, wiederum durch 2 neue Shows. Also ja, mit einer anderen Besetzung, aber so von den Themeninhalten werden sie schon gleiche Richtung haben. Dazu wird auch nochmal übrigens Feedback gewollt, also was ihr dazu sagt. Was erwartet ihr? Genau. Was wollt ihr was sehen? Was wünscht ihr euch vielleicht sogar? Und ich denke, da geht es auch eher um eine neue Form des Formats, aber gar nicht, dass der Content an sich verschwindet. Ja, ganz wichtig, auch wenn es später anders heißt, der Content selber bleibt noch Teil des ganzen Programms. Ja, dann gab es eigentlich, die Short News. Das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt. Dazu wurde auch ein Artikel veröffentlicht, der in dem Punkt ganz wichtig ist, denn die Multifaktor-Authentifizierung, die ist jetzt seit dieser Woche da, also ein 2-Phasen-Sicherungssystem, so könnte man das Ganze nennen, für alle, die ein mulmiges Gefühl haben um ihren Account, weil der vielleicht sehr viel wert ist mittlerweile schon, dass sich da noch jemand anders einloggt und Spaß hat. Das wird damit jetzt vermieden. Genau, es sind 2 verschiedene Methoden möglich. Auf der einen Seite kann man sich über den Account und dann über ein E-Mail-Postfach kann man sich dann anmelden. Man kriegt Codes zugeschickt und dann wird der Arbeitsplatz, der Rechner IP-gebunden angemeldet und gespeichert im RSI-Profil. Oder aber man macht das über eine App, die man kaufen kann, beziehungsweise die man erwerben kann. Der Witz ist dabei, die App von RSI selber habe ich nicht gefunden. Und Sawyer auch nicht. Sawyer auch noch nicht. Die soll es aber geben oder man nimmt halt Drittdienstleister. Das sind dann halt einmal das Google Authenticator. Ja, genau. Oder Authy. Oder Authy. Also wir nennen es jetzt mal Authy, ne? Authy. Vielleicht auch Authy, also mit TH. Authy nennen wir es jetzt. Oder wie gesagt über einen Google Play Store oder Apple Store. Genau. Das geht auch. Wie gesagt, beide Methoden sind zulässig. Einmal ist es natürlich mobil, das andere ist halt dann am Computerarbeitsplatz. Ja. Ist eine ganz, bei den Werten, die Leute teilweise haben, tatsächlich eine sehr sinnvolle Änderung. Und wenn ihr Fragen dazu habt, genauere Infos braucht, einfach beim SCB-Artikel nachlesen. Da ist nochmal alles besprochen. Ich war, als ich es gesehen habe, erstmal schockiert und dachte, oh Gott, ich komme nicht mehr rein, meine Accountdaten wurden gehackt. Nein, ihr müsst euch da anmelden, sonst könnt ihr weder in den Launcher rein, noch die RSI-Seite besuchen. Ja, und da sind halt Fragen geklärt, auch okay, was ist, wenn ich mehrere Accounts habe? Also alles wurde da aufgearbeitet. Schaut rein und macht das Verse sicherer. Oh mein Gott. Ich fühle mich schon viel sicherer. Ja, schön. Dann, apropos sicher, der Monatsreport Juni, der ist mit Sicherheit letzte Woche von euch rausgekommen. Schon fertig. Eine Überleitung, ne? Genau. Genau. Die habt ihr gemacht, Reason und Sawyer haben den aufgenommen, weil im Juni ist ja sehr viel passiert. Der Patch 2.4 ist rausgekommen, der Folgepatch 2.4.1. Die Inhalte waren Shopping, Persistenz, also das alles, war ja ein riesen Update, muss man sagen. Die Dragonfly. Dragonfly, ja.
Und wir haben tatsächlich in diesem Patch das erste Mal die Persistenz jetzt erlebt. Wir können tatsächlich Alpha-UECs verdienen. Also schaut es euch nochmal an, den Monatsreport, um die gesamte Arbeit des letzten Monats zu bewundern, sage ich jetzt mal, weil tatsächlich ist sehr, sehr viel passiert. Ja, und was ihr euch auch unbedingt anschauen solltet, das ist eure Tutorial-Reihe. Ne? Da habt ihr wieder einen neuen... Ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen tatsächlich, weil wir haben es schon so lange versprochen gehabt, Fly-Tutorials zu machen. Ja. Und es kam immer ein Patch dazwischen. Immer war es so, okay, jetzt warten wir noch ein bisschen, jetzt funktioniert das gerade nicht. Und mit der neuen Tastenbelegung dachten wir uns, jetzt ist endlich mal der Zeitpunkt da und wir machen mal eine komplette Tutorial-Reihe, wo wir Tastenbelegung und die verschiedenen Themen behandeln. Jetzt gerade haben wir aktuell HUD und HUD-Steuerung, ist so der Einstieg zum Fliegen. Und dann kommen jetzt natürlich noch weitere Folgen, wo wir die Flugmechanik besprechen, wie funktionieren die Manövertriebwerke, die Hopptriebwerke und dann natürlich auch noch einen richtigen Teil zum Dogfighting, wo wir Manöver erklären. Also wir bereiten euch jetzt vor, um in Star Citizen die Jäger zu beherrschen, die Raumschiffe zu beherrschen. Ja. Also ich finde das immer sehr sinnvoll, diese ganzen Folgen quasi. Also selbst für Leute, die halt schon länger dabei sind. Länger dabei bei Star Citizen ist auch so ein bisschen fragwürdig. Die aber Veteranen. Zumindest die Veteranen. Also selbst für alte Hasen sozusagen sind die Tutorials sinnvoll. Also schaut da rein. Und für alle, wie gesagt, die jetzt auch in der Free Flight Woche neu einsteigen, das ist the way to go. Genau. Ja. Und dann sind wir eigentlich auch schon bei Interaction. Da habt ihr letzte Woche gefragt für Argo Utility Ship, doch. Genau. Welche Pods oder welche Module sind da für euch interessant? Ihr habt wieder fleißig abgestimmt. Zur Auswahl standen Salvaging, Reparatur, Cargo, Personentransport und Rescue. Genau, und Gewinner ist tatsächlich die Reparatur. Dafür wurde das Schiff auch gebaut oder vorgestellt. Utility, genau. Mhm. Steckt im Namen schon drin. Ist ja das kleine Beiboot, sage ich jetzt mal, der Idris. Wird dort Reparaturaufgaben machen. Ganz klar der Gewinner mit 45%. Mhm. Und was uns sehr gefreut hat, Rescue war mit 26% die zweitgrößte Kategorie. Macht aber auch Sinn, gerade für so einen kleinen Träger, sich zu überlegen, okay, einen Rescue-Pod zu bauen, um Piloten wieder einzusammeln, die abspringen mussten. Genau. Dafür ist ja dann Crash da. Unsere Disziplin. Das nächstgrößte war Salvaging mit 12% und dann kam der Personentransport mit 9% und Cargo Fracht mit 8%. Ja, Cargo ist ja auch, also so wie es zurzeit aussieht, wird das Schiff erstmal quasi eine Snapfighter-Mechanik haben. Es wird wahrscheinlich nicht in der Lage sein, Sprünge durchzuführen. Wir wissen es natürlich alles noch nicht, deswegen Cargo ist auch ein bisschen schwer vorstellbar. Als Schlepper vielleicht. Andere Schiffe, die das mehr hergeben. Genau. Ja, damit war's das eigentlich auch schon für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr wieder abgestimmt habt, dass ihr wieder reingeschaltet habt zu uns und uns fleißig immer unterstützt. Lasst uns ein Like da, ein Dislike, Kommentare, Wünsche, Feedback. Korrigiert uns natürlich oder sagt, ihr habt ein wichtiges Thema vergessen. Auch darüber freuen wir uns. Schreibt uns, was euch an Star Citizen reizt. Kommentare sind uns sehr, sehr wichtig. Und wenn ihr uns persönlich als YouTuber unterstützen wollt, könnt ihr uns auch gerne bei Patreon unterstützen. Schaut euch die Seite an, damit unsere Arbeit weitergeht, wir weitere Projekte machen können. Sehr, sehr wichtig. Ja, und sonst schaut uns weiterhin. Wir freuen uns drüber und wir sehen uns garantiert nächste Woche. Nächste Woche spätestens wieder. Mal sehen, in welcher Konstellation. Absolut. Aber war schön mit dir. Ja, mich auch sehr gefreut. Verabschieden wir uns jetzt gemeinsam mit einem See you on the flight deck!